Hallo und herzlich willkommen zu dieser kraftvollen Visualisierung und Meditation. Jetzt nehmen wir uns die Zeit, um uns tief mit unserem Körper, Herz und Geist zu verbinden. In den nächsten Minuten wirst du durch gezielte Atemübungen und Visualisierungen eine starke innere Balance finden und deine Energien harmonisieren. Diese Meditation hilft dir, dich zu erden, dein Herz zu öffnen und deinen Geist zu klären. Und wenn du einen weiteren Schritt, einen intensiven Schritt auf deinem Weg der Bewusstwerdung machen möchtest, dann schau dir meinen Online-Chakra-Kurs Das Tor zur Seele an. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Lass uns nun beginnen. Mach es dir ganz bequem, im Sitzen oder im Liegen, wie es dir lieber ist. Wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Wie immer lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem zu kommen. Atme tief in deinen Bauch ein und aus. Und dann lass deinen Atem seine natürliche Frequenz und Tiefe einnehmen. Genieße es, bei dir anzukommen. Genieße es, dich selbst zu fühlen. Alles, was gerade existiert, ist dieser Moment, und du darfst dir erlauben, hier zu landen, auch wenn du gerade vielleicht unangenehme Gefühle hast. Es ist sicher, hier zu sein. Es ist sicher, in deinem Körper zu sein. Fühle die Unterlage unter dir und nimm wahr, dass du gehalten und getragen bist. Und ganz gleich, was gerade in dir vorgeht, ganz unabhängig davon, wie intensiv es vielleicht ist, wisse, dass dein Körper ein sicherer Ort für dich ist und dass du dich und deine Emotionen durch deinen Atem regulieren kannst. Dein tiefer und ruhiger Atem signalisiert deinem ganzen Nervensystem, dass es jetzt sicher für dich ist, zu entspannen. Und wenn du merkst, dass du in Gedanken abdriftest, dann komme einfach wieder sanft zurück zu deiner Ein- und Ausatmung. Du musst hier und jetzt niemand sein und nichts lösen.
Du darfst hier ankommen und ein- und ausatmen und die Verbindung zu dir selbst genießen. Vielleicht ist dein Kopf gerade mit einem bestimmten Thema beschäftigt. Das ist okay. Beobachte einfach, wie deine Gedanken kommen und gehen. Ja, manchmal kann es unangenehm sein, bestimmte Themen zu fühlen und wahrzunehmen. Doch unser Körper und der Atem schenken uns Sicherheit. Fühle deinen Körper. Nimm wahr, wie dich dein Körper erdet. Verbinde dich mit deinem Becken. Fühle dich dort ein und bringe deine Aufmerksamkeit dorthin. Wenn du möchtest, bringe auch deine Hände zu deinem Bauch und Becken und schenke dir diese sanfte Berührung. Dein Becken ist dein Kraftzentrum. Wie fühlt sich dein Becken gerade an? Wie fühlt es sich für dich an, dich mit deinem Becken zu verbinden? Nimm auch das bewusst wahr. Nimm die Kraft deines Beckens wahr. Und nun stelle dir vor, ein Licht leuchtet dort. Wähle eine für dich passende Farbe und atme in dieses Licht hinein. Fühle die Essenz deines Beckens. Fühle deine eigene Energie. Komme bei dir an. Wandere langsam mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herzraum. Atme in dein Herzraum ein und von dort wieder aus. Nimm dein Herz wahr. Welches Licht wählst du für deinen Herzraum? Sieh dein Herzenslicht und atme es mit jedem Atemzug größer
und heller. Fühle die Kraft in deinem Herzen und genieße diese Energie. Und nun wandere mit deiner Aufmerksamkeit hoch zu deinem Kopf. Nimm wahr, wie du zu deinem Kopf stehst. Ja, vielleicht fällt es dir etwas schwerer, bewusst in deinen Kopf zu wandern. Nimm einfach wahr. Und wähle auch wieder ein Licht für deinen Kopf. Dann atme dieses Licht mit jedem Atemzug größer und größer. Und keine Sorge, du wirst dadurch nicht mehr denken. Du schenkst deinem Kopf einfach Heilenergie und Balance. Und nun nimm deine drei Lichtkugeln einmal gleichzeitig wahr. Also deine Lichtkugel im Becken, in deinem Herzraum und in deinem Kopf. Wie fühlt sich das an? Energie zwischen diesen Energiekugeln fließt. Und wenn du möchtest, dann stelle dir nun eine Verbindung zwischen deinem Becken, deinem Herz und deinem Kopf vor. Du kannst es dir wie eine goldene Lichtautobahn vorstellen, die durch alle deine drei Lichtkugeln durchfährt und sie miteinander verbindet und informiert. Ich gebe dir etwas Zeit und du nimmst einfach wahr. Komme langsam wieder zurück. Verabschiede dich von deiner Wahrnehmung der Lichtkugeln
der Energien und bringe dieses Gefühl gerne mit, wenn du jetzt nach und nach wieder mehr und mehr zurückfindest. Bringe etwas Bewegung in deinen Körper, recke und strecke dich. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen. Hey, willkommen zurück. Trage diese Energie gerne mit in deinen Alltag und beobachte mal, was sich dadurch vielleicht verändert, was sich anders anfühlt. Und wenn du einen weiteren Schritt auf deinem Weg der Bewusstwerdung machen möchtest, dann besuche mich gerne mal auf meinen Seminaren. Alle Infos findest du unten in der Beschreibung. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis morgen.